Du kannst auch Alien Colonial Marines dazu sagen. Ist Ja. leichter als Englisch Colonial Marines. Ja, ist ein bisschen blöd mit dem Englischen, das weiß ich schon. Ich darf mich selber kurz vorstellen. Ich bin's, der Element, schon wieder. Servus. Und ich bin die Lapis, nachdem sich der Element gleich vor mir vorstellt. Entschuldigung. Entschuldigung, ist mir gerade so rausgerutscht. Das ist ja kein Problem. Das letzte Mal haben wir Reed und Bella wiedergefunden und diesen großen, großen, bösen, schwarzen Alien, den haben wir besiegt. Naja, Womit? besiegt sei ja mal dahingestellt. Ja, okay, Wir haben überlebt. es überlebt, ja. Überleben. Wir sind nämlich Überlebenskünstler. Und jetzt machen wir uns auf die Suche nach Für einer Bella! Heilungsmethode. Genau, für Bella. Damit man den ich muss an dieser Stelle sehr. Ich weiß, meine Kollegin, die fühlt sich gleich angepisst, aber das ist nicht schlimm. Ich muss an dieser Stelle mal andeuten, dass ich sehr stolz drauf bin, wenn wir gerade beim Thema Bella sind. Die Twilight Saga, das letzte Teil hat 7 goldene Himbeeren bekommen. Schlechteste Hauptdarstellerin, schlechtester Film, schlechteste Story. Ich bin so glücklich. Das ist so schön. Aber das war nur meine Meinung. Entschuldigung. Und die Lapis macht natürlich weiter. Okay, das letzte Mal hatten wir es dann noch mit so Zickenterz zu tun. Bella und Reed waren sich nicht ganz einig, aber wurscht, fangen wir Kampagne nur für Freunde zurück. Wir jetzt natürlich noch die Frage haben, weil wir sind ja am Anfang vom achten Teil, oder nein, neun? 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 Das haben wir in der Wand gepackt Stimmt, und. ja. Das ist die Frage, sind wir auch in Das Wixhirt? ist jetzt die große Frage. Das Entscheidende an der ganzen Sache ist, wir haben es nämlich auch nicht gesehen. Aus dem ganz einfachen Grund, normalerweise, so wie wir es auch bei der Bella gesehen haben, liegt ja irgendein toter Facehacker um dich rum, wenn du dich wieder zu dir kommst, nachdem dich ein Alien entführt hat. Das Gemeine bei uns ist jetzt gewesen, als wir uns befreit haben, ist unter unserem Boden alles voll mit Dreck, Supp, Wasser gewesen. Jetzt hat man nicht gesehen, liegt jetzt da ein Facehacker oder liegt da keiner? Jetzt wissen wir natürlich auch nicht, sind wir jetzt infiziert oder sind wir es nicht. Aber das werden wir in schätzungsweise 1, 2, 3, 4, 5 Levels rausfinden in etwa. Ungefähr. Aber jetzt fangen wir einfach mal an. Dann werden wir Spiel bestellen und los geht's. Hauen wir mal wieder rein, wa? Boah. 3, 1. Ich kann keine anderen Dialekte. Das Wa? weißt du genau. Wa ist doch kein Dialekt, wa ist Berlin. Wenn wir jetzt von Dialekt. Sollen wir Kriegst aber Dialekte nicht reden? raus. Na, Soll ich mal. na, das lass Eine du. Frage an die Community. Will die Community, dass ich mal eine Folge lang komplett nur irgendeinen ausländischen Dialekt spreche? Das heißt, irgendwas jenseits von Bayern? Ich hätte Jenseits des zum Weißwurst-Äquators. Beispiel, ich hätte im Angebot Schweizerisch, ich hätte im Angebot Sächsisch, ich hätte im Angebot Berlinerisch und ich hätte im Angebot Hamburgerisch, wenn es wäre. Aber das sei mal dahingestellt. Jetzt schauen wir mal, was da passiert. Warum hältst du an? Auf diesem Gelände kann ich nicht mehr weiterfahren. Zolaco Actual, hier ist Winter. Okay. Wir brauchen einen Fußweg zu einer Stadt. Taschenlampe. Hier, meine gleiche Stimme ist deine Aber was Community. heißt euer Lass das! Lebensrecht? Wer? Ja, du! Diese Cheyennes Ach gehören zum Gott, Militär. Dialekte. Aber nicht zu uns. Darum. Diese Wayu-Arschlöcher Genau scheinen Marines zu deshalb. jagen, die es Ich noch nicht kann zu das. Hattricks geschafft haben. Steig ich in mein Auto, fahr zu dir und schmier dir eine. Lauf! Lauf schneller! Alle Mann runter! Nein, das tun Wenn wir man nicht. uns sieht, kommen wir nie Natürlich auf das nicht. Gelände. Was geht jetzt hier eigentlich ab? Flugzeug? Oder Raumschiff? Oder was immer das auch sein soll? Schauen wir, schauen wir, schauen wir. Oh, tote Menschen. Oh mein Oder? Gott. Actual, Ah. wir haben eine Fluchtkapsel der Sulaco gefunden. I. Aber es. Das bei dir jetzt auch so, Es oder gibt hakt keine es? Überlebenden zurück. Oder schleichen wir? Der Xeno hat sie. Nein, das Oh, ist, du kannst nicht verstanden, schneller du gehen. Hinter. Ich Folgen kann Sie auch nicht Ihrer schneller. Mission, wir kümmern uns um unsere Leute. Jetzt Okay. kannst du wieder laufen. Hey, yeah. Wir zählen mal 20 Minuten lang, wie wir durch die Gegend schleichen. Du siehst aber wirklich ein bisschen hackig aus momentan, also auch von meiner Optik her. Spring mal. Ein bisschen hackig schaut's aus, aber ich weiß nicht warum. Oh, auf alle Fälle macht mein Ping, 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 Ping. Das finde ich sehr beeindruckend. 5 Meter vor uns macht irgendwas Ping, Ping. 4 Meter. Wow. Was war denn das?
das ein Teil des Erfundenen? Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich jetzt leck oder ob es an dir liegt. Abgefahren. Das ist die große Frage. Also, jetzt lauf nochmal vor mir. Also, vorhin bist du flüssig gewesen. Jetzt auch wieder. Jetzt leckt's wieder. Winter, du feuerst und wir übernehmen die Flammen. Auf mein Zeichen. Keine Ahnung. Du bist ja daneben, der was hochlädt. Stimmt. Aber eigentlich müsste das fressen. Eigentlich müsste es fressen. Weil so schlimm ist meine Übertragung nicht. Aber. Oder bei mir ist Antivir. Das kann sein. Ich weiß, dass die verrecken müssen, weil sie mich nerven. Sie sind tot, du darfst aufhören. Ah, jetzt läuft's wieder ganz flüssig. Lauf nochmal. Ja, schauen wir mal. Dann war's wirklich wahrscheinlich nur Antivir. Kann sein. Schauen wir mal weiter. Oh, piep piep. Aber oh, viel piep piep. Leck mich am Arsch. Wir kümmern uns um dein Leckproblem, sobald wir das piep piep Problem gelöst haben. Also ich will ja nichts sagen, aber diese Schrotflinte, die modifizierte, ist echt cool. Da hinten liegt der Rüstung. Mhm, ich seh's. Haben wir schon rausgefunden, gilt für uns beide, aber es macht schon wieder piep piep. Ah, was da wo? Ich hab's auch gesehen. Totes piep piep. Okay. Es ist kurzzeitig mehr Ruhe. Was ist das? Achso, das kann man nicht benutzen, okay. Hast du noch ein Piep Piep? Ne, nix mehr. Na und? Gut, ja, ich laufe mit dem Scanner wieder mal gemütlich. Da ist noch ein Piep Piep. Also die Schrotflinten sind echt der Hammer jetzt. Die haben wir noch neu ummodifiziert, dass wir ein Steckmagazin haben und kein Rollenmagazin. Da geht das richtig ab, hey. Wahnsinn. Ich weiß jetzt nicht, ob das, das leckt oder ob das Bild nicht so wackelt. Irgendwas stimmt nicht. Hinter dir! Ich hab's gesehen, stirb! Sag mal, wo bist du? Da bist du? Jetzt stehst du auf der Kante, jetzt macht's so ne? Keine Ahnung, wo es dann liegt. Komisch. Vielleicht liegt... Heute ist Montag. Ja. Bevor dem World of Tanks. Ah. Ist da Termine für? Anscheinend. Aber ich glaube, es liegt eher. Ich muss nachher in der nächsten Spielpause nachgucken. Das kann da an mir liegen, ich weiß. Oder? Das ist... Schauen wir mal. Ja, jetzt keine Ahnung. Jetzt konzentrieren wir uns mal konnt auf das Level. Der Herbert, lauf voraus. Wir labern und die Leute hören sie uns zu und denken, was reden die verschätzt, aber so reden wir beim Leder. Ja, schon. Nein! Ich komm zu dir. Ich sollte aufhören, Brandgranaten zu schmeißen, wenn das Mistviech vor mir steht. Ja. Danke. Wenn es schluckt und dann vor dir explodiert, macht's puff. Ja, es ist. Kontrollpunkt. Yeah. Ich hab da vorne schon wieder irgendwann. Da. Irgendwo da muss einer sein. Da sind zwei. 8 Meter ja. Von uns weg. Oder 9 Meter da oben müssen irgendwo zwei sein. Siehst du es? Hast du deinen Piep-Piep auf? Ja. Jetzt haben wir erstmal hier die Waffen ein. Ja. Oh, das Leuchten an den Wänden, was bewegt sich denn? Mami! Ach, das Leuchten meinen sie. Was ist das denn? Hab ich jetzt richtig gesehen? Die spucken Säure! Verdammte Säure! Oh, das sind.
Da wäre vielleicht eine andere Waffe besser. Boah, ihr motherfucking Mistviecher, verzieht's euch. Das geht ja gar nicht. Ich muss nachher wieder Waffe wechseln. Du brauchst irgendwas mit Präzision auf alle Fälle, weil die laufen nicht auf dich zu und springen dich auch nicht an. Da ist einer. Da sind noch zwei. Und tot. Oh, aber mein Magazin schaut jetzt dann immer sehr mager aus, langsam aber sicher. Da hinten ist eine Munition. Vor dir. Ich sehe es nicht. Da. Medipack und... Ach, das ist da unten? Das habe ich schon gesehen, was ich meine, in der Nähe. Ja, Medipack auch nicht, aber unsere Rüstung müssten jetzt beide wieder voll sein, oder? Ja. Du brauchst du kein Medipack? Nein, ich bin voll, nimm du's. Puh. Ach Gott, die laufen alle da vorne, die machen mich nervös. Ach. Einrichtung. Über euch? Wo? Es geht mir... Wer wird macht? Panik. Macht mich der paranoid? Ach, da. Auf dem Schiff. Wow, wow, wow. Wenn man die Viecher halt so schlecht sieht mit ihrem Schwarz. Recke. Das war furchtbar. Komm her. Vor dir. Ich hab ihn gesehen. Und ich hab ihn getötet. Achtung, Spucke an der Decke. Die spucken sau weit. Ja, ich hab's erkannt. Leider schießt meine Schrotflinte nicht so weit, wie die Viecher spucken. Was mir momentan sehr lieb wäre. Für die Weitschuss bloß noch 5 Schuss hat. Xeno eliminiert. Okay. Ich warte mal auf den Rest. Da ist der Herbert, da ist die Bella. Für Bella! Erbis! Dann geh mal. Das ist von Wei Yu. Was ist denn damit geschehen? Das hat bestimmt mit der Forschungsabteilung zu tun. Oh, das ist noch eine Rüstung. Da oben, okay. Du kannst doch einfach über die Wand da laufen, das geht vielleicht schon, gell? Ja. Entschuldige mich, ich glaube wirklich, dass bei mir ein bisschen huckelt. Hm. Au. Auf, auf, auf. Tür auf und macht piep, piep. 13. Von links, die kommen von links. Und jetzt frontal. Irgendwo da. Behaltet euer Radar im Auge wegen freier rumlaufenden Putzfrauen. Gut mitgedacht, Bell. Da vorn drinnen. Was sagt der Radar? Sporadische Signale? Nichts in der Umgebung. Im Moment ist alles klar. Aha. Die Tür bewegt sich nicht. Aha. Wahrscheinlich verklemmt durch den Schaden. Ja, ich denke es mal. Nichts in der Umgebung. 10 Meter, 9 Meter. Verdammt, Babyface, mach nicht so einen Höllenlärm! Babyface? Ich muss dir natürlich von Babyface erzählen. Das ist so rausgerutscht. Ich gehe vor, damit wir nicht alle Xenos und Wayua-Schlöcher im Umkreis auf uns aufmerksam machen. Nein! Ja. Oh mein Gott! Ich bin gerade irgendwo runtergefallen. Oh, ich bin gerade in das Loch gefallen und wollte eigentlich nur runterschauen. Das ist halt scheiß, okay. Jetzt darf ich über die Schulter gucken, bis Lapis einen Kontrollpunkt findet.
Super. Du machst das! Ich muss aufpassen, ich kann doch nicht schießen. Ich kann nicht schießen. Ich mach mal die 360 Grad Rundumblicksituation so. Du bist übrigens jetzt Teamleader, du musst vorn weglaufen, nur mit stehen bleiben und warten, wird nichts passieren. Schau ja bloß um. Vorne, brutal! Noch einer! Rechts. Ah. Neutralisiert. Das ist unser Weg raus. Los, Bewegung. Ich weiß schon. Nein. Also ich sehe nirgends was. Wie gesagt, ich mache die gekonnte 360 Grad und Umsicht einmal, ob ich was erkenne. Aber nichts zu sehen. Hinter dir. Von hier sieht es aus, als ob du umgebracht worden wärst. Ja. Und jetzt ein Arm neben deinem Körper landet. Aber ich hab direkt seine Mitnummer. Um das ist gegangen. Aber jetzt stehe ich wieder mit Spulen. Und hab immer nur bloß 4. Okay. Jetzt tut mir kurz leid, ich guck mal kurz auf den Desktop, ob ich finde, was los ist. Okay, während Aufnehmer kann ich das nicht. Okay, dann nachdem er leicht zieht, der geht jetzt irgendwas runter. Und jetzt falle ich auch nicht mehr ins Loch. Bist du noch da? Ja, ich bin noch. Nein, nicht ganz im Spur. Ich dreht er gerade noch. Was? Zu mir sagte, du bist da. Nein, zu mir sagte, du bist tot. Oder sehe ich das richtig? Komisch. Egal. Du müsstest eigentlich wieder da sein. Ich habe immer nur den Ladebildschirm. Ladebildschirm. Ah, jetzt. Warte mal. Bleib hier und wart. Ich gebe mal einen Warnschuss ab. Oh, verdammt, ich bin Schalldämpfer. Ja, das wäre vielleicht eine blöde Idee. Da ist sie! Da ist die Lapis. Wir können sogar das Ziel für nochmal schauen. Da ist sie. Ich hab geschaut, aber ich hoffe, dass es besser wird. Aber mal gucken. Das weiß ich nicht. Weiß auch nicht, was es ist. Ich hab keine Ahnung. In der Spielpause muss ich mal genauer schauen. Jupp. Mal schauen. Oh, Knarren. Okay, Babyface, jetzt tritt die Tür ein. Und wenn du nur in das Loch reinfällst. Ich fall nicht in das Loch. Ich wollte nur schauen, was da ist. Dann haltet euer Radar im Auge wegen freier rumlaufenden Putzfrauen. Ah. Habe ich eine Frage. Blinken die Anzeigen um das auch? Nicht um auch? Welche Anzeigen meinst du? Ja, das Bella und sowas. Die Pfeile bewegen sich die ganze Zeit. Wir müssen sie eintreten. Hä? Ach, du meinst die Punkte? Nein. Deine Anzeigen. Waffen, Munition anzeigen und sowas. Die sitzen bei mir fest. Nein, eigentlich. Die wackeln. Meine wackeln nicht. Das denkst man doch. Das ist, was mich so irritiert. Ich weiß nicht, was es ist. Keine Ahnung. Ich will, dass die Tür jetzt aufmacht. So in den Nidl schubsen, der steht jetzt am Abgrund. Ja, das nicht. Allerdings, ich würde jetzt gleich mal dezent an der Reihe andeuten. Nachdem wir jetzt passend genau an dieser Tür stehen, würde ich sagen, bleiben wir jetzt hier stehen, machen wir hier mal eine Aufnahmepause. Boah. Und schauen wir das nächste Mal genau da weiter und dann hoffen wir mal, dass wir nicht wieder in Löcher fallen und von Aliens angegriffen werden und draufgehen, oder? Haben wir die 20 Minuten schon? Ziemlich, ja. Cool. Ja, eine Folge halt.
Okay. Nein, Leute, wie gesagt, wir machen das nächste Mal genau da weiter. Ich bedanke mich bei euch wieder fürs Zuschauen. Denkt wieder ans Motto: Fuck the name and play the game. Ich habe kein Motto, deswegen halte ich ans Lapis hat keins, Lapis hält sich an meins. Okay, na wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Ich bin immer noch euer Element. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin immer noch euer Lapis und wir sehen uns auch wieder das nächste Mal. Wir hören uns, genau. Also zumindest beim nächsten Part und wir sehen uns. Bis dann und tschüss. Tschüss.